So, hi, da sind wir wieder mit... Huch, Gegner von oben. Dust in Elysian Tale. Und gestern, letztes Mal, wie auch immer, haben wir noch schön uns durch eine Prüfung durchgeklatscht. So halbwegs irgendwie. Oh, nee, nicht schon wieder so einer. Bam! Hier wird nochmal alles aufgefahren, was es gibt, so auch bei den Toten. So, gibt's hier rechts noch was? Gegner und ein Händler. Hast du vielleicht ein paar Schlüssel für mich? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, inzwischen muss ich die Schlüssel finden. Ja. Schlüssel gibt's nur noch zu finden. Super. Da freue ich mich aber drüber. Das können wir mal einmal verkaufen, dass es katalogisiert wird. Hier, das können wir auch mit, so. Der Rest wird alles schon in... So, wird auch alles schon wieder mit aufgefüllt. So! Lass mich raten. Huch, hier geht's in zwei Richtungen. Okay, da geht's nach rechts anscheinend raus dann. Das heißt, hier links werden wir eine Nachricht finden. Notiz des Dieners 3. Die anderen drei Anwesen auf der Wiese wurden geleert. Ob Meister Kane und dieser General etwas damit zu tun haben? Damit zu haben? Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Damit zu haben? Werde ich nie erfahren. Der Meister kommt fast nicht mehr aus seinem Büro heraus. Manchmal denke ich, dass ich ihn weinen höre. Manchmal höre ich ein verrücktes Schreien, wie Dinge umgeworfen und zerbrochen werden. Aber er lässt mich nie rein. Was geht in diesem Haus vor sich? Tja, wir wissen es nicht, aber wahrscheinlich... Damit habe ich gerechnet. Moin, da ist wieder der grüne Geist. Okay. Was? Jetzt muss ich hier schon ein bisschen den Geist versuchen auszutricksen, ha? Da... Hilfe! Lass mich in Ruhe! Geh weg! Nein! Nein! Ist doch da lang! Ach! Kann ich kaputt hauen! Ja. Lass mich in Ruhe, blöder Geist! Ich hasse Geister! Geister sind doof! Huch! Huch! Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich hier? Hallo, ich bin verschüttet. Ich brauche Hilfe. So, damit haben wir zumindest einen Schlüssel gefunden. Eine Brosche. Eine alte und wunderbar verzierte Brosche. Achso, ja stimmt. Ich habe hier noch ein paar andere Items eingesammelt, die wir auch noch brauchen werden. Ah ja, okay. Wir kommen natürlich bei einer Kiste raus. Ich hasse dich. Ich will doch Freunde befreien. Spektralweste Bauplan. Da haben wir da ausgerüstet. So, Bantun, her mit dir. So, komm. Erster Beschwerer tut machen. Jawohl, sehr schön. Ich mag die Geisterbeschwörer nicht. Geisterbeschwörer sind doof. So, was haben wir hier? Mehr davon! Warum auch nicht? So. So, hey, Level up. So, jetzt müssen wir Verteidigung machen, damit wir danach wieder auf Angriff gehen können. Achso, ja gut, da habe ich ja eh alles. Nein! Ich dachte gerade, ich spreng mich jetzt weg. Wenn ich die Sachen gefunden habe, verschwinden die Geister mal.
So, das heißt also... Nein! Ihr verdammten Mistviecher! So, geht doch. Ah. Huch. So, mal da drüben. Du standest mir im Weg, Kollege. Ich brauche noch ein paar, guck mal. Einen Schlüssel, glaube ich, brauche ich noch für die Freunde, oder? Dann glaube ich immer... Huch. Hey. Bam! Und weg. Erledigt. Niemand hat auch nur den... Was war das für ein Sprung? Den Hauch einer Chance gegen mich, wollte ich sagen. Da bin ich auf einmal ins Weltall katapultiert worden. Geil. Ich kann fliegen bis zum Mond. So, geh weg. Also diese Kratzeviecher gehen mir auch ein bisschen auf die Nerven. Nicht so sehr wie die Beschwörer, aber auch so ein bisschen. So wie die da, ne? Wer liebt sie nicht? Also ich glaube, ihr seid da voll Fans von, weil die mich alle. Ich glaube, ihr hasst mich. Alle hassen mich. Die Welt ist mein Feind. Nein. Weiß ich natürlich nicht. Hoffe ich mal. Okay. So. Hey, die Tür ist offen. So. Einmal euch noch auseinandernehmen. Sonst noch jemand, der hier ein bisschen Spaß haben will? Okay, ist schon erledigt. Das war nicht nett von dir. Wie ich halt hier in kurzer Zeit ein bisschen perversen Schaden raushau. Wenn die Gegner mehr aushalten würden, könnte ich hier mal so richtig aufdrehen. So, gib mir mal kurz die Karte. Genau, danke schön. Wir werden in Kürze rausfinden. Ob drei Schlüssel reichen für Freunde zum Beispiel. Ansonsten muss ich irgendwo... Ping! Ich hoffe, drei Schlüssel reichen. Würde mir sehr gelegen kommen. Ich glaube aber, ich brauche noch einen. Ja, wir brauchen vier Schlüssel. Natürlich. Wie konnte ich nur irgendwas anderes denken? Wie dumm von mir. So. Du nicht. Es kann nur einen geben. Das bin ich. Asche zu Asche und Dust zu Dust. Warum Dust zu Dust? Das heißt doch Staub zu Staub. So. Einmal ein bisschen hier... Du taggen. So. Schauen wir mal. Was? Hat es gerade Bonuserfahrung gegeben? Das ist ja geil. So, und hier geht's weiter.
Möchte noch jemand mit mir spielen? Nein, das ist aber traurig. Ich würde jetzt gerne sagen, kennt einer von euch noch diese so alte, so wirklich alte, meine ich jetzt dann, Kinderserien? Also so, so richtig altes Zeug halt, ne? Also nicht sowas wie Schlümpfe oder so, sondern ich meine halt so richtig alt. Sowas hier, Frau Elster, Herr Fuchs und so. Huch, so. Das habe ich zum Beispiel früher, habe ich das mal noch gesehen, ne? Das war auch cool. Gott! Wieder noch mehr. So, komm. Das ist halt noch, das sind eigentlich also so Frau, Herr Fuchs und Frau Elster, das sind so alte, ich glaube DDR müsste es eigentlich fast sein, oder? Ich glaube, das kommt hin. So alte DDR-Kinder sehen. Ja, sowas habe ich geguckt. Das waren dann noch so. Oder war das DDR eigentlich noch? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir unsicher. Der Ballas weiß es nicht genau. Der Ballas ist sich nicht sicher. Aber er ist much amused. So, da geht's links. Ein Schlüssel! Das ist mein Freundesschlüssel. Mein Weg zu Freunden ist frei. So. Hoppala. Ich bin unten eine Party und ich bin nicht eingeladen, oder was? Ihr tanzt alle so krass ab. Muss doch hier fettes Event sein, oder? Würde ich mal behaupten. Bams. So. Na, die Jungs, die haben mich nicht eingeladen, weil die langweilig sind. Die machen hier nicht so, ne? Das sind mehr so die Raver, glaube ich. So, einmal hier runterkloppen. Sag mal. So. Oh Gott. Bams! Oh, das hat ja besser geklappt, als ich gedacht habe. Ich glaube, das hatten wir ja sogar schon mal gemacht hier, oder? Ihr wisst das bestimmt besser als ich. Ich kann mich schon wieder nicht mehr an gar nichts mehr erinnern. Hey, ein Totenbeschwörer, meine besten Freunde. So, uff, da war noch ein Sprengviech. Ich glaube, das habe ich in Luft gejagt. Wenn jetzt noch ein zweiter Totenbeschwörer kommt, dann waren wir hier schon mal. Und? Hier haben wir eine Höhle. Oh, noch ein Schlüssel. Oh, das ist ja hier ein Luxus. Da habe ich ja schon fast genug wirklich Schlüssel zusammen für die Freunde. So. Nein. Ich hasse dich. Oh, halt, Moment. Wir brennen. Das können wir ja löschen. Jetzt haben wir inzwischen was dabei. Autschi. Ja, Skilljumps, ne? Das ist nicht so mein Ding. Da geht's irgendwo runter. Hui. Autsch, danke. Ich auch sie kennengelernt zu haben, liebe Stachelnachbarn. Lasst mich an in Ruhe, ihr seid scheiße. Und ich hab Mundgeruch. Huch. Hey, Level up. So. Hast ohne nachzudenken erstmal Angriffskraft-Skin. Ich lern's nie irgendwie, habe ich das Gefühl, ne?
Sag mal, habt ihr Gummibärensaft getrunken oder was? Heftig, wie ihr hier abspringt. Hier ist ja noch weiter runter. So, schauen wir mal auf der Karte. Da unten. Bin ich vielleicht sogar auf dem richtigen Weg? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt eher den anderen als richtig erachtet. Ja, wir werden sehen. Ja, hier geht's weiter runter. Ja, da muss noch was sein. Ich kann mich irgendwie nicht damit zufrieden geben, dass hier überall noch Kreise sind. Dass hier überall noch Items versteckt sind. So. Irgendwo muss hier doch noch was sein. Menno. Ich möchte noch was kriegen. Das kriegt aber nichts mehr. Huch, da oben sind Gegner. Da sind Gegner. Und da war eine Kiste oder sowas. Ich hab's genau gesehen. So. Und was haben wir da drin? Oben, links, rechts, oben. Heilzeugs. Jaldul Buggy und Meisterring des Wohlstandes. Oh, der ist ja schön. Den nehmen wir einmal. Moment, was haben wir da ausgerüstet eigentlich? Plus 4 Angriff, plus... Bis! Oh, hier. Das teile ich da gerne. So. Ich weiß anständiges hier ausrüsten mal. Das meiste Zeug rüsten wir. Sag mal. Es ist ja. Verdammt! Ihr wollt mich immer alle verarschen, oder? Mistschweine, ey. Ah ja, noch einer von der Sorte, klar. Du hast mir gerade noch gefehlt, du Sack. So. Ich hoffe, ihr habt was von gelernt, ne? Niemals mit mir anlegen, würde ich sagen. So, wo haben wir dann den... Na komm. Wir müssen aber auch irgendwo noch... Sachenfisch. Ah, ein Speicherpunkt. Und ich würde sagen, den nutzen wir gleich. Immer noch hier unten das Eis ein bisschen zu erforschen. Ja, Bernice, du wolltest gerade sagen, dass du Schluss machen willst, ne? Gib's zu. Nein, würde ich nie, würde ich niemals sagen, sowas. Niemals. So. Geht's aber noch eine ganze Ecke runter, oder? Uhu. Bist du narrisch? Wie weit geht denn das da runter, ey? Da ist auch nochmal was zum Sprengen und ein Händler. Da ist was zum Sprengen und nichts dahinter. Ja, hier gibt es bestimmt jede Menge zu holen. Da hinten zum Beispiel ein versunkenes Haus. Sehr schön. Bam! So. Was haben wir hier? Mal wieder eine Kiste. Ah, einen Schlüssel haben wir noch auf Vorrat. Rechts, unten, unten. Mit Hot Dogs und Kakao habe ich das, glaube ich, gesehen, oder? Genau. Und das war's. Also ich muss sagen, Kisten lohnen sich nicht so ganz eigentlich. So. Ah, okay, wenigstens kriegen wir hier gleich wieder was. Ja, so, hast du was Neues im Verkauf hier?
Plus 80, wow. Was haben wir hier an den Seiten? Okay, ich weiß gar nicht, was ich ausgerüstet habe. Pestel. Das ist ja schwach. Ja, ja, pass auf dich auf, mein Freund. Mach ich, keine Sorge. Noch mehr passe ich auf mein Geldbeutel auf, damit du dann nichts rausholst. Man weiß ja, Händler sind wie Zwerge, die klauen auch. Wenn du nicht aufpasst, ist alles weg. So, die können wir so kaputt hauen. Da geht's irgendwo rein. In der forschenden Höhlen. Das Nanot-Anwesen. Ja, eine Höhle mit geil. Was? Was bist du für ein Speedgeist? Du nimmst doch Drogen, oder? Gib's zu, Doping ist verboten hier. Nein. Geh weg. Geh weg, du Mistgeist, du Blöder. Geh weg. Es ist stressig hier vor diesen Geistern wegzulaufen, das glaubt man gar nicht. Diese Lichteffekte. Ups, das war glaube ich nicht gut. Ah, passt. Hat mich nicht allzu viel Zeit gekostet. Hallo? Wollt ihr mich verarschen? Notiz des Sinus wie... Was? Was? Was war das? Ich meine natürlich, ich weiß genau, was hier stattfindet. Als Meister Kane heute Morgen sein Büro verließ, habe ich mich zum Aufräumen hineingeschlichen. Schließlich ist das meine Aufgabe. Aber dann sah ich seinen Schreibtisch, bedeckt mit Papieren, die dicht mit Namen beschrieben waren. Ich konnte die Namen unserer Nachbarn sehen, die verschleppt worden waren. Und dann auch meinen eigenen Namen. Ich denke, ich schwebe in großer Gefahr. Aber ich... Hier endet die Notiz. Hallo? That's all of them. I'm sensing a pattern with these items, but we'll let Cora explain. Let's return to the center of the meadow. Okay. Da hinten, das ist auch... Das ist leicht spooky hier. Wirklich mit den Türen da an der Wand. Also wenn man sich das mal so durch Kopf gehen lässt, schon etwas gemein hier, also schon mies. So. So, bam. Oh. Okay, ich habe 6 Schlüssel. Geht doch. Wollt schon sagen hier, ihr wollt mich wohl verarschen. Bauplan für Pestöl. Ich hab doch schon was Besseres. Mensch, Kinder. Was haben wir da? Ein Bauplan für... Meisterring des Kunstschmiedes. Das könnte wiederum was sein. Okay, schauen wir mal. Ich weiß, ich schau immer gleich nach. Ring der Geduld. Plus 4 Regeneration, plus Glück. Okay. Erfahrungspunkte Bonus. Ups, ich habe ihn gebaut. Da bauen wir auch einfach mal einen, weil wir es können. So, und da geht ein bisschen der Angriff runter. Aber egal, so. Was haben wir hier? Plus Golddrop. Wer braucht den... Achso. So, den wollte ich. Wer braucht den Golddrop, wenn er EP-Bonus kriegen kann? Hallo?
Ich meine, seien wir mal ehrlich. Ich brenne so. Nicht mehr lange. Aber inzwischen habe ich für alles was. Das ist aber gerade wirklich gruselig, dass das Haus halt, dass ich halt einfach mal so in abgeschlossenen Räumen war. Seien wir mal ehrlich. Huch. Okay, also hier war ich auf alle Fälle richtig. Aber ich habe, glaube ich, wenn ich die Map richtig im Kopf habe, noch ein paar unerforschte Ecken. Geht alle weg. Ihr seid doof. So. Da ist nichts mehr. Dann gehen wir jetzt noch wieder nach oben. Also ich glaube, das ist wieder eine ewig lange Folge, die ich auf zwei splitten werde. Ich weiß mal, ich und meine Aufnahmegewohnheiten, das ist schlimm. Wenn ich aufnehme, nehme ich immer gleich mehreres auf und tüdelü, ich weiß, ihr hasst mich dafür, ich hasse mich auch dafür. Aber die Zeit, die gibt einfach nicht mehr her. Leider. Deswegen muss ich da halt immer ein bisschen vorsorgen. So, und hier am Speicherpunkt beenden wir das Ganze und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Tüdelü.